Guten Abend miteinander. Wir legen los. Heute können wir glaube ich, in Mundart bleiben, so wie ich gesehen habe. Sonst würden wir noch switchen auf Hochdeutsch, weil wir da ausländische Gäste haben. Aber wir haben sicher vermutet, dass wir da vor allen Dingen Schweizer Zuhörer werden haben und offene Diskussionsgäste. Das Thema von heute ist Amber zum Einschalten. Wenn die Chemie zwischen Menschen nicht stimmt, kann nichts Nachhaltiges entstehen. Und mein heutiger Gesprächspartner ist der Dennis Jeitziner. Der Dennis Jeitziner ist in sehr, sehr vielen unterschiedlichen Disziplinen unterwegs. Er ist eigentlich Haupttätigkeit Kommunikationsspezialist, da kann man eigentlich nachher genug dazu sagen. Aber er ist auch Buchautor und was ich auch immer ganz cool finde, er ist offen für alle verrückten Projekte. Er hat mit ein paar anderen Büchern geschrieben, Fotoprojekte und so weiter. Also grundsätzlich von Dennis gibt es für ihn gibt's nichts, wo nicht unmöglich ist. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, wieso dass er Mitglied ist bei NextGen. Ich weiss noch, wo der Dennis 2019 am Workshop-Symposium mitgemacht hat, habe ihn einfach mal eingeladen, wo er glaub, keine Ahnung hatte, was er sich da einlädt. Ist aber nachher recht, wie hast du mir gesagt, du hast mich korrigieren, Originalzitat. Ich bin da total geflasht, was da abgeht. Und ist ja inzwischen auch ein wichtiger Bestandteil geworden, weil er uns natürlich auch hilft, die Botschaft rauszutragen in Kreisen, wo wir keinen Zugang haben. Ich freue mich recht herzlich, Dennis, bist du heute da dabei und bin vor allen Dingen gespannt, was du uns so ein bisschen für Antworten gibst. Eben, gib doch gerade mal eine Antwort auf die Hauptfrage. Eben, wieso muss Chemie stimmen, dass man überhaupt etwas Nachhaltiges kann entstehen? Jetzt musst du schnell dein Mikrofon einschalten. Achtung, du musst schnell das Mikrofon einschalten. Hat dich vorher abgewürgt. Jetzt ist gut. Ja, alles klar. Hallo zusammen, freut mich, dass ich da die Plattform bekomme. Und ja, für die Frage zu beantworten, ich glaube, das hat nichts mit Kommunikation an für sich zu tun. Also mit der Grundkommunikation, aber mit der Kommunikation als Wirtschaftszweig jetzt nichts zu tun. Weil ich glaube einfach generell, wenn man etwas erreichen will, muss man eine Chemie zusammen haben. Und ich weiss, dass das nicht immer gleich kann sein kann. Zu gewissen Menschen hat man mehr Chemie und bei anderen stimmt Chemie weniger. Aber ich habe mir das halt einfach auf meine Fahne geschrieben, dass ich eigentlich praktisch nur mit Leuten zusammen arbeite, wo Chemie stimmt. Und das sind meine Erfahrungen jetzt, ich bin jetzt 25 Jahre selbstständig. Und meine Erfahrungen sind ganz klar, wenn Chemie stimmt, ist alles möglich. Und wenn die Chemie eben nicht stimmt, dann wird es schwierig. Aber das ist noch spannend. Wir haben vor zwei Monaten haben wir ein Referat vom Rasmus, wo Herzfrequenzen, wenn die übereinstimmen bei den Menschen. Also eben, wenn man der gleichen Meinung ist oder wie soll ich sagen, einfach sympathisch oder was es dann auch immer ist, dann sagt er auch, dann deckt sich das Wasser. Die Wasserzellen bei uns, also die Wasserkristalle, deckt sich angleichen auf die gleiche Frequenz. Also ich glaube, das, was du im Gespür hast oder was dein Credo ist, ist, glaube ich, kann der Rasmus zumindest wissenschaftlich belegen. Also eben Chemie, wie man dann immer die Chemie im biologischen Sinn oder im chemischen Sinn wird umschreiben, finde ich einen ganz spannenden Ansatz. Also das heisst, auf Deutsch gesagt, wenn du mit jemandem zusammenkommst, wo einen riesen Auftrag hat und sagt, da komm, das machen wir zusammen, aber du findest, nein, das wird nicht funktionieren, dann hast du wirklich eigentlich, gehst du an und sagst, ich suche dir jemand anders, oder wie müssen wir uns das vorstellen? Ja, das ist eigentlich genau so. Also das habe ich ja schon gemacht, abgesehen davon. Und ich habe schon eben Aufträge abgesagt, wo ich genau gewusst habe, dass es nicht funktioniert oder ich es gespürt habe. Da muss man einfach ehrlich sein zu sich selber. Und das heisst, aber ich muss auch eins sagen, für mich ist nicht, dass man nicht, man muss nicht die gleiche, a priori die gleiche Wellenlänge haben, man muss nicht a priori immer gleicher Meinung sein, das auf keinen Fall. Ich bin wirklich auch dafür, dass man zusammen diskutiert und man muss nicht immer gleicher Meinung sein, sondern man muss es einfach können auskäsen, sage ich jetzt mal. Das ist das Wichtige. Und, aber man muss einfach ehrlich sein zu sich selber. Ich bin halt auch ein ziemlicher Bauchmensch, das hat auch mit mir selber zu tun.
Ich höre einfach immer auf meinen Bauch. Nicht nur natürlich, aber ich höre ziemlich stark auf meinen Bauch. Und mit dem bin ich gut gefahren, sehr gut gefahren. Ich habe einfach das Gefühl, ja, ich habe das nicht von Anfang an so gemacht. Ich bin ja 2-3 Mal reingelaufen und es hat ein paar schmerzhafte Sachen gegeben. Aber auch sehr lehrreiche Sachen. Und schlussendlich geht es ja um das so. Ja, dann gehen wir doch mal in die Tiefe wirtschaftlich gesehen. Was verstehst du unter Kommunikation? Du bist ja, also verstehe mich nicht falsch, du bist ein alter Hase in der Kommunikation. In dem Sinne ein riesen Erfahrungsschatz. Das interessiert mich jetzt natürlich, was du persönlich unter Kommunikation verstehst. Ja, Kommunikation ist eigentlich grundsätzlich alles. Kommunikation ist, ohne Kommunikation geht nichts. Also, ich sage ja, es gibt ja das berühmte Zitat von Watzlaw, der sagt, man kann nicht kommunizieren. Und das ist genauso, jemand, der nichts sagt oder der nicht kommuniziert, der kommuniziert eben auch. Also es ist eigentlich die Grundbasis von allem, Kommunikation. Das ist vielleicht auch das Spannende und das ist vielleicht auch der Grund, warum sie vielleicht in dieser Ding gelandet. Also nicht nur, aber ich muss sagen, das ist einfach das, was mich auch fasziniert. Der Mensch, im Prinzip ist die Interaktion zwischen Mensch und Mensch. Und das ist das, was uns täglich begleitet. Ohne das geht eigentlich nichts. Auf der anderen Seite muss man einfach aufpassen mit Kommunikation. Mit Kommunikation kann man es auch übertreiben, wie wir ja bestens wissen. Man kann eben dann auch das Gefühl haben, man sagt zu viel. Und das ist in der Kommunikation oder in der Werbung oder wie man das auch immer will, oder im Marketing ist es vielfach auch ein Problem, dass man eben zu viel will. Man will noch das sagen und der Kunde will noch dieses und das muss man auch noch umschreiben und das muss auch noch rein. Also man muss einfach aufpassen, dass man Kommunikation konzentriert wiedergibt oder dass man konzentriert kommuniziert. Und für das muss man ganz am Anfang eben miteinander kommunizieren. Weißt du, was ich meine? Es ist irgendwo, man muss eben zusammen wie ein Konstrukt festlegen, wo man zusammen vorgeht. Das ist das A und O. Also, du hast mir zwei Stichworte gegeben. Also, man muss den anderen ein bisschen spüren oder die andere, wer immer dann da vis-à-vis ist. Genau. Dass man auch die richtige Kommunikation dann für die Person kann ausarbeiten kann. Und es ist auch eine Interaktion. Also, ich kann nicht jetzt einfach kommen und sagen, hey, Döni, ich habe die Firma X, mach mal ein bisschen Kommunikation für mich. Und selber bin ich da einfach hinter meiner Werkbank und rede mit niemandem, sondern Motto, wieder bekanntes Zitat, ich heisse der Röder und sage nicht, das funktioniert nicht, wenn ich das richtig verstanden habe. Nein, das funktioniert gar nicht. Und man kann auch nicht herkommen und sagen, komm, mach mal etwas. Das funktioniert auch nicht. Das ist eine Annäherung, das ist eine Auseinandersetzung mit dem Thema. Das ist, man muss sich zusammensetzen und am liebsten natürlich in diesen Zeiten besonders schwierig im 1:1. Man muss ja, ich komme näher auf ein Beispiel aus dem Netzwerk raus. Ich glaube, man muss einfach wirklich vis-à-vis hocken, für das herauszufinden, passt es. Und dann muss man einfach Klartext reden. Also, es ist auch Kommunikation. Man muss einfach, oder vielfach in der, muss es einfach ausholen, in der Werbebranche. Ich komme ja ursprünglich aus der Werbebranche. Und Werbebranche hat es in den 90er Jahren oder auch in den 90er Jahren vielfach übertrieben. Da hat es einfach, da ist Geld geflossen, da hat man Geld verdient und man hat auch Geld durchgelassen. Und die Zeiten sind längstens durch. Oder? Man muss von Anfang an Klartext reden, wo jeder, der ein Kommunikationsbedürfnis hat, muss halt auch sich committen und sagen, ich will das und das erreichen. Und dann muss man sich finden und sagen, ja okay, wo ist die Zielgruppe, was haben wir für ein Kostendach? Einfach, dass die Leitplanken klar sind, das finde ich extrem wichtig. Okay. Und das zweite Stichwort ist eben ja Interaktion. Jetzt können wir da vielleicht auch auf Zuhörer münzen. Also, wenn irgendjemand von den Anwesenden irgendwo eine Interaktion will machen, das kann auf zwei Arten. Kann nämlich, wenn ich da einmal von einem Jungen gelernt habe, einfach reingrätschen, also das Mikrofon auftun und eine Frage stellen. Oder das Zweite ist, wir haben natürlich die Chat-Funktion, da könnt ihr auch entsprechend natürlich darüber reagieren und mich anfragen. Und ich tue dann nachher an denen die Frage natürlich auch weiterleiten. Aber wir sind ja heute ein überschaubarer Kreis, also von dem her kann man da wirklich reingrätschen, soll wirklich auch ein Austausch sein. Und sonst stelle ich einfach die Frage. Ich habe mir ganz viel aufgeschrieben. Eine davon, die ich gerne mit dir diskutieren würde, was sind so die generellen Kommunikationspotenziale? Also du hast ganz viele Stichwörter gebracht, aber
wenn ich dich da um ein kurzes Feedback darf, bei dem Kommunikationspotenzial von der Firma, wie muss ich mir das vorstellen? Ja, das ist eigentlich genau das, was es gilt zu eruieren, gemeinsam, oder? Ich glaube, jeder hat irgendwo Vorstellungen von einem Potenzial, das man hat, oder? Aber ich glaube, für das braucht es eben auch Fachleute und das braucht es immer bei der Interaktion. Man muss sich austauschen. Man muss irgendwo zusammen an einen Tisch hocken und schauen, in welche Richtung geht es, was haben wir überhaupt für Potenzial, sonst tut man sich für verzetteln. Und das ist die grosse Gefahr, die eigentlich herrscht, dass man sich eben verzettelt. Ich komme dann auch noch darauf zurück. Stichwort Social Media. Oder? Dort ist eine grosse Gefahr, dass man sich verzettelt. Man muss die Kommunikationspotenzial eigentlich zusammen eruieren. Weil meistens hat der Kunde, sage ich jetzt mal, oder der Auftraggeber, hat irgendwo durch, das Gefühl, ja, hier Potenzial und da Potenzial und dort. Und wir sollten noch mit denen und hier und da. Aber eigentlich, man muss es wie priorisieren eigentlich und sagen, schau, wir sehen, dort ist das Potenzial, man muss es zusammen eruieren und nachher muss man es priorisieren. Ich finde das extrem wichtig, dass man dann sagt, okay, wir gehen mal auf diese Zielgruppe los oder wir machen mal in diesem Gebiet irgendetwas. Weil das ist das A und O. Das hat natürlich auch mit dem Geld zu tun, da komme ich auch noch drauf zurück. Man kann unglaubliche Summen von Geld ausgeben für Kommunikation. Und dort ist es einfach extrem wichtig, dass man sich wirklich fokussiert auf ein Thema, auf eine Zielgruppe und dass man das tut, eben priorisieren und Schritt für Schritt angeht. Und vielleicht mal irgendwo eine Aktion starten und mal schauen, was passiert jetzt genau dort. Und dann vielleicht tut man das halt noch anpassen. Das ist eine Entwicklung. Kommunikation ist schon eine Entwicklung, die man auch immer wieder muss kritisch anschauen muss, wenn man jetzt eine Aktion gestartet hat. Was hat das gebracht? Was hat das nicht nur in Sachen Resultat 1:1 etwas gebracht, sondern auch vom Bauchgefühl eben gebracht? Ist man überzeugt von dem, was man macht? Was ist der nächste Schritt? Darum braucht es eigentlich für Kommunikation aus meiner Sicht ohne Begleiter. Und das finde ich jetzt noch ein schönes Stichwort. Eben dann kann man so zusammen, dann bist du eigentlich ein Begleiter von einer Unternehmung, wenn sie will mit ihrer Zielgruppe kommunizieren. Das ist richtig zusammengefasst. Genau, also das kann sein eben ein KMU oder das kann sein zum Beispiel, wir haben die ganze Kommunikation begleitet von einem riesigen Projekt von SBB, Transformation IT. Und dort sind wir klassische Begleiter. Die wissen eigentlich, wo durch und alles zusammen. Und wir helfen ihnen dort in der Kommunikation, dass sie wissen, welche Zielgruppe dass sie jetzt wo müssen ansprechen müssen. Wir können Sachen visualisieren, grafische, wir können Key-Visuals machen, wo den Leuten helfen, sich zu orientieren. Da bin ich wirklich klassisch Kommunikationsbegleiter. Das bin ich eigentlich. Oder das sind wir eigentlich immer. Aber es gibt natürlich eigentlich auch, sage jetzt mal, zum Beispiel letzte Woche haben wir einen Hilferuf gehabt von einem IT-Unternehmen, der ein Inserat gebraucht hat. Und wo wir einfach innerhalb von 5 Tagen etwas haben müssen kreieren. Und dann kann man natürlich nicht den Prozess von Grund auf gleich machen, wie man 2 Monate Vorlaufzeit hat. Sondern dann muss man einfach wirklich sofort etwas liefern. Und dann haben wir jetzt das Glück gehabt, dass wir etwas geliefert haben, dass sie gesagt haben, ja, wir werden mit dieser Grundidee, wo ich versuche immer irgendwo weiterzudenken, irgendwo ein Inserat machen, ist immer lustig und man kann schnell etwas kreieren. Aber ich lasse lieber den ganzen Motor an und versuche dann weiterzudenken, dass man das Potenzial, das dann herrscht mit dieser Kommunikationsidee, dass man das auch weiter kann verwenden. Und das ist jetzt sehr genau passiert. Die hat jetzt gesagt, wir müssen es unbedingt zusammensetzen, wir wollen unbedingt die Visuals oder die Idee, wir wollen auch für die Webseite brauchen, wir wollen weitere Sachen machen mit dieser Grundidee. Da hatte ich jetzt einfach Schwein gehabt, dass ich es einfach getroffen habe. Ja gut, so viel Kunden wie du hast, hast du nicht immer nur Schwein. He? Aber Item, ist eine Frage reingekommen vom Ende, wie kann man die Effektivität messen als Unternehmung von seiner eigenen Kommunikation. Also du hast mir etwas gesagt, viele reden ja davon, wenn es mehr Umsatz gibt, dann haben wir gut kommuniziert, aber ich glaube, da hast du sicher auch andere Ideen oder Einstellungen dazu.
Ja, das ist etwas vom schwierigsten, das ist etwas der schwierigsten Themen generell, das muss ich ganz klar sagen. Die Messbarkeit, oder? Es gibt ja gewisse Barometer, es gibt Zahlen, wo man auch weiss, wie viel hat das Plakat gesehen oder wie viel Views hat man bei Social Media, bei YouTube, aber auch bei TV-Spots und so weiter und so fort. Und dann gibt es das Gefühl halt auch. Und wenn man jetzt zum Beispiel Imagewerbung macht, oder? Wenn man etwas macht für das Image von einem Unternehmen, dann ist es extrem schwer messbar. Also die Messbarkeit, muss ich wirklich sagen, das ist echt eine herausfordernde Sache. Das ist mit dem, da muss ich ganz klar sagen, da diskutieren wir auch immer wieder. Und wenn man natürlich ein Mailing macht, oder? Wo man darauf zurückkommt auf ein Mailing, wo wir jetzt machen mit einem Next Generation Mitglied. Dort ist ganz klar, wenn man dort irgendwo 1000 Leute anschreibt und man dann 10% Rücklauf hat, dann ist das eine gute Zahl. Oder? Wenn sich 10% gemeldet haben, dann ist das eigentlich schon mal eine sehr gute Zahl. Man sagt ja, dass alles, was über 5% ist von Rücklauf, ist eigentlich gut. Dann kann man es messen, man macht ein Mailing, man hat 100 Adressen oder 1000 Adressen, man geht die gezielt an und schaut mal, was zurückkommt. Hingegen, wenn man irgendetwas, eine Imagewerbung macht und so, ja, dann wird es schwierig mit der Messbarkeit. Auch mit der kurzfristigen Messbarkeit. Aber so, wenn ich dich verstanden und dich kenne, ist eigentlich das gute Bauchgefühl fast besser als irgendwelche Zahlen. Ich meine, eben, ich kann irgendwie auf Social Media etwas raushauen, haben, weiß auch nicht was, 12.000 Likes, aber von diesen Likes ist niemand in meiner Zielgruppe. Dann nützt mir, ist das zwar schön für meine Message, aber wegen dem passiert gar nichts, oder? Wenn ich das richtig interpretiert, so wie du das jetzt gesagt hast. Jein, also es gibt schon, man muss schon schauen, dass man gewisse Messbarkeiten auch berücksichtigt. Also auf der einen Seite, man muss einfach schauen, dass man die Messinstrumente richtig interpretiert. Und das ist nicht so einfach, wie das auf den ersten Blick aussieht. Das ist genau das, was du sagst. All die Likes, wunderschön. Man geht liken, ob es wirklich jemand die Botschaft verstanden hat oder ob der wirklich jemand das wirklich richtig gelesen hat oder richtig angeschaut hat, das steht in den Sternen. Und das ist halt schwierig zu beurteilen. Schlussendlich ist es schon ein bisschen so, wie du sagst, es ist schon ein Bauchgefühl und vielleicht auch ein gewisser Response, den man halt überkommt. Oder? Auch persönlich, Leute, die sich dann melden, die sagen, hey, das war jetzt gut, das habe ich jetzt gesehen. Und schlussendlich ist es, ja, es ist wirklich, es ist nicht ganz einfach. Das ist immer wieder eine Herausforderung für uns. Okay. Ja, ich komme mal noch zu einer weiteren Frage, die ich mir aufgeschrieben habe. Kann sich denn eine Unternehmung mit Kommunikation differenzieren oder sogar neu erfinden? Also mir bleibt immer der Spruch, wenn man jetzt sagen, von wem, ich bin ja nicht blöd, oder? Das ist so ein Spruch, wo man kann sagen, der ist irgendwie noch, wenn man den nicht kennt, wo der aufgekommen ist. Und hast du das Gefühl, mit so einem Spruch kann man sich differenzieren oder sogar neu erfinden? Ja, das ist auch, damit mir bin doch nicht blöd, ist ein Klassiker, oder? Die gibt es natürlich, das ist ganz klar. Ich glaube einfach, das ist schon harte Arbeit, sich können zu differenzieren. Ich glaube nicht, dass man einfach hersitzen kann und sagen, komm, jetzt machen wir ein bisschen Spruch und dann setzen wir den ein und dann haben wir es. Sondern das ist eben, darum braucht ja eigentlich, darum braucht ein Unternehmen immer einen Sparringpartner, sage ich dann. Ein Sparringpartner, wo man sich eben zusammensetzt, wo man dann sagt, aha, okay, jetzt müssen wir schauen, in welche Richtung es geht. Jetzt finden wir zusammen heraus, in welche Richtung es geht. Und nur dann kann man irgendwo eine Richtung einschlagen, wo dann irgendwo der Auftraggeber auch merkt, ah, okay, dort will ich durch. Und dass man eben auch mal, vielleicht, ich sage jetzt mal, wenn ein Auftraggeber sagt, viele Auftraggeber haben eine Idee, wie sie selber kommunizieren wollen, dann kommen sie und dann merken sie aber, dass es in der Praxis nicht funktioniert. Und das ist eben dann das Auskäsen. Und das Kehren, das braucht es eben, dass man miteinander kehrt und dass man miteinander argumentiert. Und der Auftraggeber hat schlussendlich immer das letzte Wort, das ist ganz klar. Aber ich finde eben, das finde ich spannend, dass man eben miteinander kehrt und dass man offen und ehrlich miteinander ist und das auskäset, richtig gehen. Ich glaube, das ist extrem wichtig. Ja,
In dem Zusammenhang, oder, hast du das schon ins Mund genommen, Social Media, ist das das Zauberwort jetzt neu in der Kommunikation, alle reden von Social Media. Deine Meinung eben auch wieder als alter Hase, oder, wo bist du total dagegen oder sagst, nein, wenn man es richtig anwendet, das interessiert mich. Also, eben, wenn man einen jungen Kommunikator fragt, ist klar, was als Antwort kommt. Oder? Aber du bist ja ein alter Hase, ich betone es noch ein bisschen. Wir gehen dann noch biken diese Woche, dann kannst du mir dann zeigen, wer der alt ist. Oder? Item, nein, eben, das würde mich jetzt schon noch wundern. Ja, klar. Also Social Media ist ganz klar, da habe ich ganz eine klare Meinung. Es ist, wenn man das gescheit macht, ist das eine super Sache. Man muss es einfach extrem gescheit machen und man muss sich einfach vor allem eins bewusst sein. Ich habe kürzlich mal einen Workshop gegeben für Optiker. Und die haben alle zusammen das Gefühl gehabt, es waren so kleine Optiker, gewesen, so bis zu, sage jetzt mal, 15, 20 Leute. Und da ist es um Kommunikation gegangen. Und am Schluss, und das einen ganzen Tag lang haben wir eben auch referiert und Beispiel gebracht und so weiter und so fort. Und am Schluss sind alle zusammen zu mir gekommen und gesagt, ach, bin ich froh, hast du mir aufgezeigt, dass ich kein Social Media machen muss. Weil das ist eigentlich das Problem, das viele haben. Viele haben Angst vor Social Media. Und das ist falsch. Aber viele haben auch das Gefühl, Social Media mache ich jetzt so ein bisschen nebenbei. Ich gehe zum Beispiel, ja, ich mache jetzt ein bisschen auf Facebook etwas oder ein bisschen auf LinkedIn etwas oder ja, YouTube können wir ja noch mal machen, ein bisschen Video und so. Das ist komplett falsch. Man muss Social Media ernst nehmen, man muss aber auch wissen, dass wenn man Social Media machen will, dass es ein wahnsinniger Aufwand ist, das richtig zu machen. Und wenn man es selber machen will, dass man eigentlich ein Unternehmen, das vielleicht 20 Leute hat oder 30 Leute hat, dass man wie ein oder 50 Leute hat, dass man wie einen muss abstellen muss, der nur Social Media macht. Weil wenn man es auswärts geben will, das kann man natürlich auch, aber dann wird es einfach teuer. Und Social Media ist einfach wahnsinnig aufwendig, weil man sich auf die richtigen Kanäle muss beschränken muss. Und dann muss man wissen, wenn man Social Media macht, muss man wissen, dass man heutzutage muss Moving Content, also bewegte Bilder bringen, und sonst schläft einem das Gesicht ein. Also nach Möglichkeit, oder? Und wenn man bewegte Bilder machen will, dann muss man professionell eine Kameramann haben, dann muss man jemanden haben, der das schneiden kann. Und dort fängt eben das Problem an, oder? Das ist dann irgendwo, geht das ins Endlose rein. Und das ist das, was man vielfach unterschätzt. Und dann sagt man, ja, wir machen noch ein bisschen Social Media nebenbei. Wir lassen es einfach lieber sein. Aber das kommt natürlich sehr darauf an, was du für eine Zielgruppe hast und was du für ein Produkt hast. Bei diesen Sachen ist das wunderbar und das passt wunderbar rein. Und wenn man das Budget hat, kann man extrem coole Geschichten machen, wo man auch je nach Kanal auch total fokussierte Geschichten machen kann. Aber das grosse Problem, das einfach ist, dass alle das Gefühl haben, sie müssen mitmachen, aber nicht das Gefühl haben, ja, sie machen es dann nebenbei im Abend noch schnell ein halbes Stündchen und noch schnell irgendetwas posten. So funktioniert es nicht. Ja. Ausser man hat irgendeinen Lucky Punch, aber das ist wie ein Lotto 6, die Wahrscheinlichkeit ist etwa gleich hoch. Ja, eben. Du arbeitest natürlich auch noch mit Printmedien. Wir haben ja auch, wenn ich gesehen, jemanden dabei, der Printmedien herstellt. Von Vögelidruck ist der Martin ist dabei. Und was mich dort noch würde so ein bisschen interessieren, deine Meinung, was spricht so gegen Printmedien und was dagegen? Also was spricht gegen einen guten Katalog und was spricht eben nicht dagegen oder dafür? Oder viel gehört mehr Flyer oder ich weiß auch nicht, das Plakat oder keine Ahnung was oder eine gute Verpackung. Das würde mich noch interessieren, wie du da dazu stehst. Also ist aber ganz klar ein Trend zurück zum Haptischen, Trendfest zum Haptischen. Die Leute wollen je länger sie mehr wieder Sachen anlängen. Wenn du ein Kuvert bekommst, das Hand angeschrieben ist, oder wenn du ein Päckchen bekommst, so, das ist immer wie mehr gefragt. Wenn das gut gemacht ist, denke ich, dass das viel größeren Impact hat, als eben irgendwie, sag jetzt mal, auf Social Media irgendetwas rauslassen. Oder online irgendetwas rauslassen, wo er verloren geht. Wenn man das gezielt macht, bin ich wirklich der Meinung, dass das absolut wunderbar funktioniert. Und ich stelle immer wieder fest, ich komme mit zwei Beispielen. Das eine ist, wir haben eben für die SBB den Transformationsprozess begleitet. Und das sind alles IT-Spezialisten. Und
Wir sind davon ausgegangen, wir machen das nur online. Wir haben eine eigene Plattform gehabt, wo das Ganze ist kommuniziert wurde. Und am Schluss haben all die IT-Spezialisten gesagt, ja Moment, wir müssen mit dem können arbeiten, wir müssen etwas Haptisches haben. Und dann haben wir eine Art wie einen Geschäftsbericht gemacht, wo wir wo der Geschäftsbericht als Arbeitsinstrument ist eingesetzt worden. Das heisst, die haben das immer können holen, zack, aha, jetzt kann ich hier etwas nachschauen mit den Zahlen. Wenn die das online hätten müssen suchen, dann hätten die das nicht gefunden. Und das beweist eigentlich, dass das Haptische immer und immer wieder gefragt ist. Ich komme mit einem anderen Beispiel. Ich bin mit dem Ralf Stucki, der heute auch dabei ist, zusammengehockt von SP Lighting. Und wir haben genau das gemacht, was ich vorhin eigentlich erzählt habe. Wir sind zusammengesessen. Wir haben uns getroffen, eins zu eins in Murten. Wir haben zuerst mal herausgefunden, können wir überhaupt zusammenarbeiten. Das hat sich dann relativ rasch positiv herausgestellt. Und jetzt gehen wir zum Beispiel dort, für die Lösung, die sie anbieten, gehen wir gezielt auf 100 Gemeindepräsidenten zu. Und wie gehen wir auf die 100 Gemeindepräsidenten zu? Indem wir ihnen ein Mailing schicken. Ein Mailing mit einem Echinacea-Samen drin, wo man sagt, es ist die Geburt, also mit einem Geburtskärtchen und mit einem Echinacea-Samen, wo man sagt, es ist die Geburt, von einer neuen Idee, nämlich die Idee, die der Ralf hatte mit seinem Produkt oder wo seine Leute hatten mit seinem Produkt. Vielleicht kann er ja auch etwas dazu sagen, wo er ist ja jetzt auch in dem Call drin. Ja, ciao zusammen. Ganz schnell. Ich bin ein bisschen im Dunkeln hier, sehe ich gut. Sag ich nochmal die Idee, die wir haben. Ja, merci, dass du mich mit reingenommen hast. Einfach mal kurz meine Geschichte zu dieser die Vorgeschichte von dem unkontrollierten Medien oder von der unkontrollierten Kommunikation, wo wir letztes Jahr angefangen haben. Mit unserem Startup oder 2019. Und haben wir uns überlegt, wie kommen wir dazu, mit Gemeinden in Kommunikation über das Licht zu gehen. Und ich habe nichts Besseres vorgehabt, als alle 3100 oder wie viele Gemeindepräsidenten es gibt in der Schweiz anzuschreiben. Und habe im Prinzip ein Massenmail gemacht. Also nicht ein persönliches Mailing, sondern ein Massenmail. Und schlussendlich haben sich 30 gemeldet, das sind keine 10%. und von denen sind vielleicht zwei jetzt übrig geblieben, die wirklich irgendwie Hand auf Fuß haben. Also man sieht, das, was wir dann zusammen entwickelt haben, ich gehe davon aus, ein persönliches Anschreiben und eine persönliche Idee zu kommunizieren, ist auf jeden Fall viel wichtiger als so eine Massen-Kaltakquise. Es ist etwas, was ich gelernt habe. Ich bin froh, dass der Dennis mir das so aufgezeigt hat, was möglich ist. Aber eben, wie gesagt, also wir kommen aus dem, um etwas zu kommunizieren und mit anderen zu interagieren, habe ich auch das Gefühl, man muss etwas Haptisches weiterbringen und eine Idee weiterbringen und die Idee auch ein bisschen um eine Ecke denken. Und nicht, also wir verschicken jetzt nicht irgendwie, ja, also wir haben mal andere, wo wir angefangen haben zu diskutieren, was könnte man verschicken, irgendwie eine Taschenlampe oder irgendetwas, blöd gesagt, Kugelschreiber mit einer Lampe, whatever. Und das ist nicht unsere Idee. Also man fährt irgendwo an, dann diskutiert man zusammen und dann kommt man eben wirklich irgendwann auf den Punkt, jetzt das mit dem Samen, was daraus entwickelt hat, ist wirklich genau das. Es ist eine Geschichte dahinter und die Geschichte geht dann weiter und wird nicht vereinfacht, sondern sie wird interessant gemacht. Und das Spannende ist jetzt einfach zu sehen, wie weit wir kommen zusammen und vor allem, was wir dann für ein Feedback haben bei den Gemeindepräsidenten. Oder unter anderem auch bei Umweltverbänden, die man so anschreiben könnte. Also ich bin extrem gespannt und bin glücklich, dass wir das in unserem Netzwerk haben und vor allem, dass wir uns auch gefunden haben und gespürt haben, dass wir dort zusammen etwas entstehen kann, wachsen kann. Ja gut, dann müssen wir dann einfach den Workshop in einem Jahr wieder machen, oder? Damit können rückverfolgen, oder? Also wenn nur einen zurückmelden, müssen wir ihn nicht machen, aber wenn es dann... Wenn es der 50 sind, dann unbedingt, oder? Von 30. Ja. Jetzt, vor allem die Rückmeldung ist interessant zu sehen, ob sie das Connect auch verstehen. Also, weißt, wenn es in die Kommunikation geht. Dass sie eben keine Kugelschreiber haben bekommen oder kein Feuerzeug, sondern ganz etwas an. Habt ihr wirklich den Samen gesetzt? Habt ihr die Pflanzen lassen wachsen? Das ist noch spannend. Also, ich bin sehr gespannt. Ja. Was man natürlich dort muss sagen, ist, es braucht
du musst natürlich den, oder den müsst natürlich den nachfassen, oder? Das ist klar. Etwas, wo ganz klar, da muss man dranbleiben. Man kann nicht erwarten, dass man ein Mailing macht und dann gibt es auch von diesen 100 meldet sich. Sondern den muss man nachfassen. Aber dort hat man irgendetwas verschickt, wo wirklich nachhaltig ist, wo eben auch in die ganze Next Generation Geschichte reinpasst, oder? Aus meiner Sicht. Und ja, das, von dort her, das ist klassisches Beispiel, wie es funktioniert. Also, ja, ich bin sehr gespannt. Dann habt ihr miteinander eben euch getroffen und nachher haben so, eben, ist mal eine erste Idee, wie du gesagt hast, eben der Kugelschreiber sind mit der Überleuchtung. Wie sind ihr dann schlussendlich auf den Samen gekommen? Interessiert mich noch, also die Taschenlampe zum Blumensamen. Oder? Ja, also ich bin eigentlich näher in die Richtung gegangen. Ich weiß nicht, ob ihr noch das Yps kennt aus der Vergangenheit. Es hat mal so ein Magazin, Yps-Magazin gegeben in meiner Jugend. Und dort hat es die kleinen Krebschen gegeben, die Urkrebschen, die du hast ins Wasser rein machen und hast so das Leben entstanden. Ja, okay. Und ich bin dann sozusagen von dieser Lampe weggekommen, wo wir einfach gesagt haben, wir wollen keine China-LEDs produzieren oder irgendetwas Billiges produzieren, sondern haben etwas weiter wollen denken. Dann sind wir eben bin ich auf die Krebschen gekommen, habe das Bild geschickt gehabt. Und Dennis hat dann gemeint, Lebewesen verschicken ist echt nicht so wirklich sinnvoll, aber ist dann auch auf die Samen gekommen. Also so habe ich es dann, also ich habe das dann so weitergegeben. Die Idee, ich bin ja nicht der Kreativ. Aber, und dann ist das sozusagen zurückgekommen mit dem Samen. Vor allem, wir haben einfach auch gesagt, es muss nachhaltig sein. Wir haben so ein bisschen darüber nachgedacht. Ich glaube, die Geschichte ist auch so ein bisschen von deiner Visitenkarte, Olaf, wo die Samen in der Visitenkarte von Vögeli ist gesehen. Das ist so im Hinterkopf noch gesehen. Ich glaube, das ist so die Entstehungsgeschichte in die Richtung. Und was jetzt aber die Pflanze selber, das kommt natürlich nach vom Dennis. Also da habe ich bin immer noch auf meinen Krebschen gesehen eigentlich. Okay. Das ist eigentlich ein schönes Beispiel, wo man so ein bisschen miteinander ausdiskutiert, bis dann am Schluss da war. Oder? Mhm. Und Döni, wie ist so deine Erfahrung? Ist es ein Prozess von ein paar Minuten, Tagen, Stunden, Wochen, Monaten? Das ist tatsächlich, eben, es hat angefangen, als wir uns getroffen haben. Es hat angefangen, und das finde ich auch wichtig. Neben 1:1 hat mir der Ralf natürlich die ganze Lösung von SP Lightning auch live gezeigt. Also wir sind irgendwie im Januar oder im Februar sind wir so auf einem Fußballplatz, wo sie das montiert haben, die ganze Geschichte. Und ich habe das live erlebt, wie das aussieht. Und das war ganz, ganz entscheidend gewesen, dass ich das Produkt verstehe. Und das ist und dann ist das so ein bisschen in den letzten Wochen eigentlich entstanden. Und dann habe ich so diskutiert, auch mit meiner Frau noch diskutiert, und sie hat dann die Idee gehabt mit dem Echinocea. Das ist oftmals so, wie es halt geht, oder? Das spielt gar keine Rolle, wer schlussendlich die Idee hat, sondern schlussendlich muss man es dann wie zusammenbringen und dann irgendwann muss jemand entscheiden. Das ist der Ralf, der natürlich entschieden hat, ist klar. Aber es ist natürlich auch unser Grundkredo auf unserem Netzwerk. Es ist eine Schwarmorganisation. Eben am Schluss ist die Frau oder das Grossi oder der Cousin, ist ja egal wer. Ja. Ja, jetzt im nächsten Schritt sind die Jungs von Vögeli, die noch mit integriert werden. Also weißt du, irgendwie das Netzwerk wird genützt. Also definitiv. Durch die Geschichte. Einfach machen. Ja, einfach machen. Einfach zusammen machen. Wie das Motto heisst. Und da ist so viel möglich. Aber wir nehmen dann am Döni seine Worte, sofern das Chemie stimmt. Oder? Wenn man dann irgendwie das Gefühl hat, der andere oder die andere Idee, die bringt mich auf die Palme, wird es schon ein bisschen deutlich schwieriger. Oder? Und das genau. ist der Punkt. Ja, ich will noch etwas anschneiden. Kann ich wieder raus, Jungs? Ja, gut. Wenn du etwas anschneidest, Dani, du hast ja auch sehr viel in Buchprojekten bist du involviert gewesen. Und das ist auch eine Art von Kommunikation. Also, man könnte jetzt die verrückte Frage stellen, wieso soll eine Firma nicht ein Buch schreiben? Also, wenn ich jetzt an Vögeli-Druck denke, wieso
anstatt irgend sich überlegen, was für ein verrücktes Weihnachtsgeschenk können wir machen, mal zum Beispiel die Geschichte von Vögeln in einem Buch abfassen. Siehst du das als realistisch? Oder was sind deine Motivationen gewesen, wenn du hast ein ganz vielen Buchprojekten, bist ja du involviert? Ja, genau. Also ich habe eigentlich angefangen, Bücher schreiben, einfach aus, also ich funktioniere vielleicht so, muss ich so sagen, ich funktioniere nach Ideen, ob es ein Buch ist oder ob es ein Film ist oder ob das irgendwas ist, ein Mailing, spielt gar keine Rolle. Ich bin immer auf der Suche nach Ideen. Und als ich das erste Buch geschrieben habe, das war ein Marzili-Buch, ich bin Marzili gelegen und habe gedacht, leck mir die verrückten Leute hier, das ist ja wahnsinnig und schon gestört. Über die müsste man eigentlich mal ein Buch schreiben. Aber das war vor 20 Jahren. Das habe ich nicht gemacht. Und es hat sich noch erstaunlicherweise auch mal verkauft. Wunderbar. Und das ist natürlich mittlerweile, ist natürlich, wird der Gürtel überall enger geschnallt. Oder? Bücher, ich gebe immer noch Bücher raus, aber meistens nicht nur noch auf Auftrag. Das letzte, was ich gemacht habe, ist das über eine Bank, die das 125-Jahr-Jubiläum hatte. Und das war ein Auftrag. Da muss man dran glauben, wenn man das Buch rausgeben will. Das sind so Institutionen, wo ich mehr versucht habe. Zum Beispiel das, vor einem Jahr das 2 Meter Abstand gegründet. Das ist in der Zeit, wo nicht mehr gelaufen ist, haben wir Leute porträtiert. In der ganzen Corona-Zeit haben wir über 70 Leute porträtiert und haben eigentlich die Intention gehabt, ein Buch zu machen. Aber dann sind wir schauen, wer das Buch finanzieren kann, und haben festgestellt, vergiss es. Oder? Also wir hatten gute Kontakte, wir waren bei Mobi, bei Valiant, aber da reden wir von 70'000 Franken, die zusammenkommen für ein solches Buch. Das kannst du nicht einfach so nebenbei noch gratis machen. Und das ist das grosse Problem bei einem Buch, heute die Finanzierung. Früher ist es noch so, hast du noch einen Verlag gefunden, der mal finanziert hat. Aber eigentlich geht es gar nicht um das Buch selber oder um das Produktbuch, das ich nach wie vor sehr spannend finde, sondern es geht um die Idee. Schlussendlich geht es darum, eine gute Idee zu haben und die Idee durchzuziehen und zu verwirklichen. Das ist eigentlich, ich brauche das, ich mache das nebenbei, solche Sachen, und ich brauche das, dass ich eben nicht immer nur in diesem Kommunikationskuchen drin bin, sondern dass ich mich wirklich lösen kann. Ich brauche immer ein freies Projekt. Das ist extrem wichtig für mich. Aber es geht sehr persönlich auf mich zu. Aber wenn jemand ein Buch machen will, ja, willkommen, aber es ist einfach, man muss einfach Geld in die Finger nehmen. Das sind heute die wenigsten bereit dazu. Aber eben so ein Buch, wenn ich jetzt verstanden habe, oder musst du vielleicht noch ein bisschen mehr dazu sagen, was für Arten Bücher, die du gemacht hast, das tut mich schon noch spannend. Oder? Eben, du hast das erwähnt von Marzilli, du hast noch andere, wo man jetzt nie und nimmer würde sagen, dass, oder anders gesagt, eben, wieso macht das eine Kommunikationsagentur, oder wieso macht das jemand, der in der Kommunikation drin steckt? Oder? Vielleicht musst du dort mal noch das eine oder andere zu diesen Büchern auch ein bisschen erzählen. Ja, das kann ich gut. Schlussendlich geht es, ich muss vielleicht gleich nochmal im Gesamtkontext drin sein, etwas sagen. Es geht immer um Enthusiasmus. Ich muss enthusiastisch sein. Ich war letzte Woche zum Beispiel in einem Ding gewesen, wo mir eine Stunde lang eine neue Gefriertrocknungsanlage von der Hakko hat erklärt. Mit allen technischen Details. Oder die grösste Wärmepumpe von der Schweiz, die ist installiert worden. Das sind hochtechnische Sachen. Wenn ich mich für das nicht interessieren und identifizieren mit dem, dann habe ich verloren. Das heisst, man muss immer enthusiastisch sein. Und das hat dann auch mit dieser Idee zu tun, oder? Wenn ich zum Beispiel mal die Idee hatte mit einem Gerät, der gesagt hat, ja, wegen dem Heiraten und weiss nicht was alles, dann habe ich gedacht, ja, leck mir heiraten. Das ist eigentlich ein Thema, wo es gibt so viele Frauen zum Beispiel, die einfach heiraten wollen, nur dass sie geheiratet sind und einfach, das ist der schönste Tag von ihrem Leben. Ich gehe dieser Geschichte mal nach und habe ein Buch gemacht, 30 Frauen befragt, warum sie geheiratet haben oder warum sie geheiratet haben oder wo sie geschieden sind und so weiter und so fort. Das Buch habe ich auch rausgegeben, es heisst Brautschau. Und es waren 30 verschiedene Geschichten rund ums Heiraten. Warum habe ich das mit Frauen gemacht? Weil die Frauen ganz einfach eher, sage ich jetzt mal, ehrliche Antworten geben als Männer.
Genau. Und Frauen erzählen dir eher, wie es war. Ich hatte zum Beispiel eine Frau, die hat gesagt, ich habe schon genau gewusst, dass die Ehe in die Hose geht. Aber es ist ein schöner Tag von meinem Leben. Und das wollte ich nicht annehmen. Das ist ein Klassiker, oder? Aber sie hat doch sehr traurige Geschichten darunter gehabt. Jemand, der halt Witwe war, der ihren Mann verloren hat. Und das war dann ein Buch, das ich herausgegeben habe. Ein klassisches Beispiel ist auch Motorheads. Dort ist ein Kollege, der Fotograf ist, der Remo Neuhaus, der mich gefragt hat. Dann sage ich, ja, mit Motor habe ich jetzt wirklich gar nichts im Hut. Ich habe zwar ein Auto, aber das ist einfach ein Fortbewegungsmittel. Und dann hat er gesagt, ja, nein, wir müssen ein Buch machen über Auto und über Töpfe und so und über Boot. Und dann sage ich, nein, du musst nicht über das Buch machen, über das Fahrzeug selber. Du musst ein Buch machen, wenn schon, über Menschen. Warum hat ein Mensch 80'000 Vorteile bei sich daheim? Warum lässt einer einen solchen Töpfe raus, wie hier der Daniel, wo er vier, fünf Monate nur an diesem Töpfe arbeitet? Das sind Menschen, die interessant sind. Und eigentlich bei meinem Buchprojekt ist es eigentlich immer in erster Linie um einen Mensch gegangen. Ich interessiere mich für einen Mensch. Und glaub, das ist das Entscheidende. Das Marzilli hast du uns erwähnt. Sag uns noch etwas zu Sudden Death. Also vielleicht hat es ja der eine oder andere, der SCB-Fan oder Hater ist, keine Ahnung. Genau. Ja, also das war schon ein Projekt, das ich gemacht habe. Also Marc Lütti, den ich schon lange kenne, hat mich gefragt, ob ich nicht ein SCB-Krimi schreiben will, zusammen mit dem Fritz Kobi, der selber auch irgendwie 20 Bücher herausgegeben hat, so eine Werbeikone. Und ich kenne von dem Kontext daher. Und dann haben wir eigentlich gesagt, ja komm, das machen wir. Zack, Auftrag bekommen. Und haben dann zusammen, also das war schon noch eine Herausforderung, zusammen mit jemandem ein Buch schreiben. Ich habe mich auf die hockey-technischen Sachen beschränkt. Und der Fritz Kobi hat dann den ganzen Slot und das kriminaltechnische beschrieben. Und haben wir so in Kapiteln haben wir dann das Sudden Death Buch geschrieben. Und noch zwei, drei Worte. Eben Heimat Marzilli, das hat doch der ein oder andere Berner. Hast du noch irgendeine Story, wo die, eben, wie vorher noch die eine, die nur heiratet, damit sie mal Hochzeit erlebt? Hat es dort auch verrückte Sachen drin gekommen? Also bei Heimat Marzilli ja, gibt es einfach die Eingefleischten, die eben im Winter gehen schwimmen. Es gibt auch. Ich habe mit einer geredet, die sagt, ich hasse das Marzilli. Und ich frage, was machst du hier? Und dann sagt sie, ja, ich hasse es einfach. Aber sie will jetzt halt gleich ins Marzilli, aber sie hasst es eigentlich. Also, das Faszinierende ist, dort sind sie, glaube ich, 60 oder 70 oder 80 Leute gewesen, die man porträtiert hat. Und dann hat man gemerkt, die Variabilität von diesen Leuten, das ist wahnsinnig, wie viele verschiedene Leute es gibt. Und das Verrückte war eigentlich der gewesen, beim Marzilli, weil ich mit einem Fotograf unterwegs war. Und die Leute lassen sich ja ungern fotografieren, und schon gar nicht in Bikini. Aber wir haben etwa nur drei Leute oder vier Leute gesagt, dass ich mache da nicht mit. Alle anderen haben mitgemacht. Das hat mich fasziniert. Dass sich die Leute einfach für ein Buch im Bikini abbilden. Das hat mich, oder in den Badhosen, das hat mich irgendwie faszinierend gedacht. Dass eben die Leute trotzdem sich irgendwo halt sehen und Teil sein von einem solchen Projekt. Ja, das ist extrem spannend. Ich glaube, eben, man merkt so im Ganzen, eben, du bist Kommunikator und versuchst auf alle Arten, mit Büchern, mit Fotos, wo du irgendwelche Fotosessions, die du mit dem Reto Neuhaus zusammen machst, oder eben dann die klassischen Sachen. Also du faszinierst dich eigentlich auch, oder? Wie du sagst, mal für den Mensch, darum ist ja das auch euer Werbespruch. Wenn die Chemie stimmt, dann kann etwas Nachhaltiges entstehen. Ja, vielleicht bringen wir sie an, alle zusammen, nicht heute und nicht morgen, dass wir mal ein Buch haben mit den ganzen Porträts von den Next Generations Leute, oder? Wäre ja noch, könnte auch noch Story sein. Wir müssen einfach noch Geldgeber suchen. Wie viel hast du gesagt? Eine halbe Million braucht es, oder was? Nein, je nachdem. Ja. Oder kann sicher der Martin müssen wir Martin Schlegel fragen von Vögeli. Ja. Dann kann das vielleicht günstiger machen. Nein, blöd, aber das ist einfach so ein Wert, den einfach braucht. 70'000 Stutz, wo muss man einfach aufwerfen für ein Buch. Ja. Darf ich da mal schnell reingrätschen, Olaf? Gerne, immer.
der Gegenpol zum Buch, wo ja ein bisschen Maus braucht, das ist etwas Haptisches, ist das Internet. Die Jungen, die da auf TikTok rumflippern, auf Instagram, ich glaube einfach, es formt auch Gesellschaft und wir haben andere Aufmerksamkeitsspanne. Wir entscheiden auf dem Internet irgendwo zwischen in wenigen Sekunden, ob etwas interessant ist oder nicht. Das ist die totale Reizüberflutung, und wir fischen das raus, wo wir spannend finden oder eben auch nicht. Und ich habe mich eben auch interessiert darum, wie das Kommunikation beeinflusst. Klar, wir sind natürlich als Firma jetzt auch vermehrt versucht, auf Social Media den Kanal zu nutzen. Nicht als einziges, wir haben auch immer noch, und wir gehen zum Beispiel immer noch, vielleicht weniger, aber immer noch an eine Messe. Ja. Ja. Und jetzt so meine Frage, was ist deine Erfahrung? Hat das einen Einfluss auf eben andere Kommunikationsmittel auch? Wie man auf einer Messe auftritt oder wenn man vielleicht ein Mailing macht, wo man davon ausgeht, die Leute lesen nicht mehr alle vier Seiten, aber ich muss versuchen, irgendeinen Teaser zu haben, der sie dazu bringt, weiterzugehen. Oder man versucht, sie auch reinzuziehen. Genau, aber das ist dann eigentlich das, oder, wenn man auf verschiedenen Hochzeiten tanzt. Also man muss ja, je nachdem, was für ein Unternehmen das man ist, muss man ja irgendwo eine gewisse Präsenz haben. Die sagen dann, ja eben, Social Media interessiert mich nicht, das kann man. Aber die Frage ist dann irgendwo, wo liegt der Fokus? Und gerade bei einem Messeauftritt muss man sich dann fragen, okay, was will man dort erreichen? Und es ist einem wert. Man muss sich mal grundsätzlich die Frage stellen, ist es das wert, an eine Messe zu gehen? Ich bin übrigens der Überzeugung, dass jetzt gibt es nach Corona, dass die Leute wieder bewusster an eine Messe gehen. Mhm. Oder früher ist man einfach irgendwie, ja, komm, wir gehen an eine Messe, komm, wir gehen an die BA oder irgendwo an eine Publikumsmesse. Und dann ist man eigentlich hergegangen und hat gar nicht richtig geschaut, dass der geht. Ich habe das Gefühl, Corona wird dazu führen, dass die Leute bewusster wieder etwas anschauen. Und das kann auch Einfluss haben auf die Kommunikation. Im Internet oder in der digitalen Welt ist das wahnsinnig schwierig, weil man einfach vom einen zum anderen switcht und viele Sachen zwischen runterfallen. Und das ist eine grosse Schwierigkeit, wenn man sich im Online-Ding bewegt. Oder? Weil TikTok, du hast es vorhin selber gesagt, oder auch Instagram, da geht man von Story zu Story zu Story. Vielleicht klickst du mal etwas an, du bist etwa 3 Sekunden drauf. Aber wenn du ein Mailing verschickst, ich sage mal, wenn du das Mailing persönlich anschreibst, vielleicht tust du es von Hang anschreiben und dann tut es jemand auf, dann befasst er sich zumindest mal mit einer Minute oder zwei mit diesem Mailing. Und das ist auf Social Media oder online ist das einfach anders. Darum kommt es immer darauf ab, was die Botschaft ist, wie man das anteasern kann, wie du es vorhin richtig gesagt hast. Und an was man glaubt. Schlussendlich ist es auch eine Glaubensfrage. Kommt wieder das Bauchgefühl, oder? Ja. Und das ist eben etwas, was man zusammen ausfinden muss, was man zusammen diskutieren muss, wo man muss auskäsen. Das ist wirklich das Auskäsen. Und das ist halt das Spannende, der Prozess. Da lernt man einander auch richtig kennen und man muss auch fighten miteinander. Ich finde das spannend. Ja, wir haben jetzt vielleicht eben zum Beispiel versucht, das umzusetzen. Klassisch, wir sind Maschinenbauer, wir gehen an eine Messe, wir schleppen so eine Maschine vielleicht auf China, stellen sie dort auf, brauchen 200 Quadratmeter Stand, das kostet 250.000. Das können wir uns alle vielleicht 2 Jahre leisten, so etwas. Ja. Und dann können wir mal alle Bestandeskunden käfeln und vielleicht finden wir auch neue Kunden. Jetzt haben wir gesagt, ja, also alles wird schneller, alles wird kurzfristiger, oder? Jetzt, statt dass ich komplette Maschinen aufstelle, klappen sie an die Wand durch, dass sie die Leute sehen, wenn sie vorbeilaufen, dass sie bleiben stehen und innerhalb von 10 bis 20 Sekunden begreifen, was die Maschine tut. Genau. Also ich versuche das umzusetzen, weil ich habe einfach auch das Gefühl, wir werden beeinflusst. Also an einer Messe ist wie im Internet, du bist überflutet von Reizen. Und wir müssen es schaffen, die Leute zu interessieren und dass sie bleiben stehen. Und ohne, dass man es erklärt, dass sie es begreifen. Du hast auch gesagt, man muss Video machen, oder? Man will sich auch nicht, man will konsumieren, man will einfach das auf sich wirken und dann entscheiden. Man will nicht zuerst
weiss ich, was für einen Prozess müssen machen müssen, um sich dort hineingeben, oder? Und ja, bin aber nicht sicher, ob es klappt. Das ist nur eine Idee, oder? Und darum bin ich nicht sicher, ob wir auf dem Mess gehen, einfach immer noch traditionelles einstündige Beratungsgespräch suchen oder ob das eben noch einen Einfluss hat auf vielleicht ein bisschen die ältere Generation. Ja, es ist ein Experiment. Ich kann noch nicht sagen, ob es dann klappt. Also bei den Messen habe ich vielfach die Erfahrung gemacht, dass man muss überraschen muss. Dass die Leute, die mit überraschenden Sachen kommen, wenn du sagst Maschinenbau, oder? Da kommt jetzt jeder irgendwo relativ konventionell daher, sage ich jetzt mal, oder die meisten. Ja. Wenn du mal mit einer überraschenden Idee kommst, dass die Leute eben innehalten, wo sie eigentlich von dir erwarten, oh, der hat doch da letztes Jahr, oder der ist doch immer mit dieser Maschine, warum ist jetzt die nicht da? Oder wenn jemand, der euch noch nicht kennt, oder, denkt vielleicht, ja, aber, oh, was machen die hier genau? Genau dort, das ist genau der Moment, wo du sie packen kannst. Aber das braucht Mut, oder? Das ist mir absolut bewusst. Wenn man dann eben die Auslagen hat, wenn man dann eben wirklich dort ist und viel Geld ausgibt für das, will man ja eigentlich auch das Produkt zeigen auf der einen Seite. Und wenn man es eben nicht zeigt oder auf eine andere Art und Weise zeigt, das braucht eben Mut, das braucht Überzeugung. Und das ist ein Prozess, den man wirklich muss diskutieren halt, oder? Das ist genau das. Das braucht ein bisschen Vorlaufzeit, oder? Mhm. Okay. Weitere Fragen oder Bemerkungen? Urs? Ja, hallo miteinander. Hallo. Meine Frage geht ein bisschen dorthin. Du hast gesagt, ja, wenn Chemie nicht stimmt, dann sage ich durchaus mal, das ist, glaube ich, gescheiter, wir arbeiten nicht miteinander. Geht es mir dorthin, wenn es die Chemie stimmt mit jemandem, ob im Hintergrund hast du ein Produkt oder eine Dienstleistung, die vielleicht nicht ganz so nachhaltig ist oder wo man mittlerweile weiss, das sollte man eigentlich nicht mehr fördern, dass du auch hergehst und sagst, du, ja, die Chemie stimmt zwar, aber mit diesem Produkt und dieser Dienstleistung, da kann ich nicht dahinter stehen. Das ist so die erste Frage, machen die das auch? Und das zweite, meine Frage geht dorthin, in der ganzen Gilde von Kommunikation und so, inwiefern ist dort von heute an oder einfach in Zukunft ein Teil von der Verantwortung im ganzen Kommunikationsbereich, um einfach dort auch Grenzen zu setzen und zu sagen, für das stehen wir nicht mehr her, für diese Produkte stehen wir nicht mehr her, für diese Dienstleistungen stehen wir nicht mehr her, so dass wirklich auch Nachhaltigkeit in diesem Bereich entsteht. Das wären meine zwei Fragen. Genau, also das ist sicher ein wichtiger Punkt auch. Also ich würde nie für gewisse Sachen Kommunikation machen, ganz klar. Zum Beispiel, man sagt, Tabakwerbung, also ich bin nicht ein militanter Nichtraucher, aber ich würde jetzt nie für die Parisienne, ich habe einen Kollegen, der für die Parisienne arbeitet, würde ich nicht machen, zum Beispiel. Oder einfach Sachen, die ich nicht gut finde. Wo ich wirklich muss sagen, oh sorry, das geht jetzt wirklich nicht. Das mache ich nicht. Und das ist schon ein bewusster Prozess, wo ich reinkommen musste. Darum bin ich auch eher klein und fein mit meiner Agentur. Ich will nicht ein Apparat, sondern ganz klar, meine Maxime ist schon bei mir, es geht alles über meinen Tisch. Nicht, weil ich will den Chef markieren, sondern weil das einfach, ich bin eine inhabergeführte Agentur. Ich will wirklich wissen, was geht. Und ich muss dahinterstehen können. Schlussendlich ist es meine Firma. Ich muss selber können beurteilen, was ich will und was ich nicht will. Es gibt ganz klar Sachen, die ich nicht unterstützen könnte. Zum Beispiel auch keine politische Kommunikation. Nie im Leben würde ich mich auf einen politischen Zweig rauslassen. Das ist ein absolutes No-Go. Ich bin politisch weder rechts noch links. Ich will mich gar nicht klassifizieren dort. Aber ich würde nie mehr irgendwo politisch, das ist einfach eine Überzeugung, die ich habe. Und das ist ganz klar, das lebe ich schon seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten. Das würde ich nie machen. Oder? Und bei den Produkten ist es eigentlich genau dasselbe. Also ich würde jetzt nicht... Für mich muss es irgendwo durch, das ist der Enthusiasmus, der muss da sein. Wenn ich den Enthusiasmus nicht mehr habe für irgendetwas,
Den können wir zusammenpacken, der ist fertig. Und das habe ich schon ein paar Mal jetzt einfach auch, weil es einfach auch nicht mehr gestimmt hat. Da muss man einfach herstehen und sagen, oh, sorry, ich glaube, es bringt einfach nichts. Wir lassen es lieber auf. Wir können in aller Freundschaft einfach auch, man muss können Nein sagen. Das ist etwas vom Schwierigsten überhaupt, was es überhaupt gibt. Aber man muss einfach können Nein sagen. Und dann kann man sich in aller Freundschaft trennen oder man kann sagen, wir arbeiten nicht mehr miteinander. Und manchmal muss man loslassen. Ich habe 15 Jahre für jemanden gearbeitet. Und er hat dann gesagt, ja, da, jetzt, wir haben jetzt da jemand anderes und so. Und er, ja, es ist nicht super gelaufen, die ganze Geschichte, ohne Namen zu nennen. Aber auf der anderen Seite musste ich sagen, hey, du hast jetzt mir 15 Jahre begleitet. Merci vielmals. Und weiter geht's. Jeder kann weitergehen, wie er will. Das ist nicht, man hat nicht eine lebenslängliche Partnerschaft. Das ist schön, wenn man das hat. Oder ich habe auch Kunden, die ich seit 20 Jahren betreue. Aber auf der anderen Seite, das ist, man muss auch loslassen und merci sagen. Das ist ganz wichtig. Ja. Okay. Aber wie siehst du generell, also einfach auch dein, oder nicht dein, aber einfach den Verantwortungsbereich von dieser ganzen Gildenkommunikation, einfach auch in Bezug auf Produkte oder für Produkte Slogans zu finden und die nachher rauszubringen und so auf dieser kommunikativen Ebene. Wenn es dir aber darum geht, man muss sagen, okay, vom Wissensstand, den wir heute haben, sind das keine nachhaltigen Produkte und das machen wir nicht mehr. Also inwiefern ist da die Verantwortung nachher auf dieser Seite? Ja, das ist eine schwierige Frage. Aber ich versuche dort einfach wirklich auch in den Spiegel zu schauen und sagen, kannst du jetzt wirklich dahinter stehen? Kannst du wirklich dahinter, sag jetzt, wenn ich jetzt für die Heizöl-Lobby würde, ich weiß doch nicht, oder für den Band der Schweizer Heizölfabrikanten, dann würde ich mich auch fragen, ist das jetzt wirklich noch zeitgerecht? Ja, nichts grundsätzlich gegen das, aber auf der anderen Seite bin ich auch bei Next Generation dabei. Das ist schon ein Statement, dass man dann eigentlich dementsprechend sich auch engagiert für eben nachhaltige Geschichten. Ich kann nicht sagen, wenn ich meine Kunden anschaue, muss ich sagen, ja, ich kann hinter allem stehen. Aber ich sehe natürlich auch nicht, ich würde zum Beispiel eine grosse Versicherung, oder wie AXA Winterthur oder eine grosse, weißt du, eine riesen Bank oder so, UBS oder CS oder ich habe eine schlechte Erfahrung gemacht mit der Migros. Migros habe ich dann auch mal gesagt, ich arbeite nicht mehr für die Migros, das habe ich bis jetzt durchgezogen. Ich sage nicht, ich arbeite nie mehr für die Migros, aber ich habe einfach schlechte Erfahrungen gemacht mit ihrem Behavior, was ich zwei, drei schlechte Erfahrungen gemacht habe. Dann habe ich mal gesagt, so, jetzt ist mal fertig, jetzt ziehe ich dort mal einen Schlussstrich. Und das habe ich eigentlich durchgezogen. Auf der anderen Seite habe ich auch eine Bank oder für zwei Banken geschaffen. Jetzt muss man sich fragen, ja, ist denn die Bank nachhaltig oder nicht? Das ist extrem schwierig zu beurteilen. Es ist eine kleine Bank, das ist Bank EEK oder Bank SLM, Spar- und Leihkasse Münzigen. Ja, kann ich das beurteilen, ob das jetzt nachhaltig ist oder nicht? Extrem schwierig zu beurteilen, weil ich sehe nicht hinter alles hinter. Aber dort habe ich auch wieder ein Bauchgefühl und ich muss sagen, mal, von den Leuten her habe ich das Gefühl, mal, dass es verhält. Aber klar, da gibt es gewisse Sachen, wo man muss sagen, ja, zurückziehen, fertig, das mache ich nicht mehr. Ja, es ist verrückt, aber die Stunde ist schon wieder rum. Es geht auch noch schnell. Merci viel, viel mal, Döni, für den Einblick in deine Berufswelt.